dieses Jahr. So, es freut mich. Also, ja, ich würde jetzt, dass jemand kann jetzt anschauen, wie man schneidet einen Olivenbaum. Dass die sind gut zu ernten, wenn die Erntezeit kommt. Also heute habe ich jetzt fast, ich habe so über 200 Oliven an meinem Bauernhof und ich habe das fast jetzt nachmittags gemacht und so, und die Bäume sind jetzt fertig und ja, das ist so, wie man schneidet. Ein Olivenbaum, dass die sind bereit. Sie können dann hinten sehen, ich fange jetzt der da hinten an. Also früher, die haben auch, der da hinten hat so ausgeschaut mit ganz lange Haare oben, und die ganzen Haare wird sich dann geschnitten oben. Und ja, so ich tue das und ich mache ein kurzes Video. Und dann euch können das dann anschauen, also wie das geht und so, ja. Dann werdet ihr das sehen, ja. Das ist mein Gewächshaus hier. Na gut. Hallo, ja, okay.
So, jetzt, Sie können mir sehen hier. Heute ich benutze eine Bushi. Das ist eine Japaner Säge aus Japan. Hat mein Freund in die Post gesendet aus Kanada. Ist ein Japaner. Samurai Bushi 300. Wahnsinn gut Säge. Also man kann richtig gut abnehmen. Geht wahnsinnig schnell. Und der schneidet sich an die Ziehe, nicht an die Drück, sondern ja. Aber ja, es ist eine sehr gute Säge. Und vielleicht, wenn ich habe mehr Leute an meinem Vlog jetzt, ich würde dann so eine Wahl machen. Vielleicht, wenn ich bekomme so 1000 Subscribers, dann ich mache eine Wahl für jemanden, dass sie können dieser Bushi dann gewinnen für deine Gartenarbeit. So, Dankeschön für heute, für deine Anschauen. Und es freut mich, dass Sie haben mir besucht auf Casa Esmeralda in Bastice, Italien. Also, Sie können sehen, ist schon ein bisschen besser, denn es war früher, also die ganzen Haare oben abschneiden, weil wenn man erntet, man kann nicht da oben gehen, ganz alle Dinge dann ernten. Am meisten Zeit ist es besser, wenn man erntet, sondern von dem Boden hier und dann mit einer Stange. Und die Stange geht nicht rüber den Kopf, ist immer, was die wenn die Oliven hängen, runter. Das ist die beste zu ernten, wenn weil man muss dann schnell ernten und ich habe 200 Bäume hier. So, Dankeschön und ich wünsche euch alle einen schönen Tag noch. Ciao. Und hit die Like-Button und Subscribe zu meinem Channel. Wiedersehen. Schönen Tag noch. Ciao.